Hallo liebe Leute, willkommen auf Arbora TV, dem Kanal, wo wir uns mit Fragen und Geheimnissen der Archäologie und der Vor- und Frühgeschichte beschäftigen. Die präkolumbianische Atlantikseefahrt ist ja wie eine große Brücke über den Atlantik. Und in unserer letzten Folge haben wir uns viel mit einem von diesen Brückenpfeilern beschäftigt, nämlich mit der Archäologie der Kanarischen Inseln. Und heute sprechen wir über einen anderen Pfeiler dieser Brücke. Heute geht es über die Archäologie auf den Azoren. Und wer davon noch nie gehört hat, wird erstaunt sein, was da nicht Neues der Forschung alles zutage fördert. Dominik Görlitz hier am Start. Was kannst du uns berichten über die neuesten Forschungsergebnisse der Archäologie auf den Azoren? Ja, dieses Azoren-Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Ich bin ja durch meine Arbora 3-Expedition schon fast bis auf die Azoren gesegelt. Viele kennen sie ja nur aus dem Flugzeug, dass man eben von Lissabon mal da übersetzt. Das ist übrigens der höchste Berg der Azoren, Vulkan Pico, der fast, ich glaube, 3200 Meter hoch, fast so wie der Titan auf den Kanaren. Und das ist schon eine interessante Geschichte. Als wir mit Arbora 3 von New York bis kurz vor die Azoren segelten, wir sind auf der gegenüberliegenden Insel Fayal gestrandet. Wir sind ja von so einer Yacht ein bisschen abgebogen worden, ein paar hundert Kilometer noch auf modernen Schiffchen gesegelt. Und ich mache am nächsten Morgen das Fenster auf und sehe diesen Vulkan, El Pico, die Spitze, der große. Da habe ich zu Conny gesagt, wir müssen uns, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ein Boot mieten, müssen darüber fahren. Dort stehen Stufenpyramiden. Das wusste ich so tief in meiner Seele, wie es Nacht und Tag wurde. Und es hat einen Hintergrund. Alle großen Stufenpyramidenstandorte, sowohl im Mittelmeer als auch auf den Atlantischen Inseln, sind Vulkane. Warum? Vulkane haben immer auch vulkanisches Glasgestein, sogenanntes Obsidian. Und das war das Metall der Steinzeit. Die sind also ganz gezielt nicht irgendwo hingefahren. Sardinien, Vulkaninsel, Monte Arce, bester Obsidian im westlichen Mittelmeer. Ätna, Sizilien, ich weiß nicht, 1000 Stufenpyramiden, 500 Stufenpyramiden, Rhodos, Vulkaninsel, Stufenpyramiden. Und so geht das eben die ganze Litanei durchs ganze Mittelmeer. Natürlich stehen da Stufenpyramiden an Orten, wo keine Vulkane sind. Aber als ich diesen Berg sah, war mir klar, da muss was sein. Leider bin ich dann eine Woche später mit Conny und dem Vereinsmitglied übergesetzt und wir hatten einen der schwersten Stürme 2007. Das ist ja das Jahr der schlimmsten Sturmereignisse auf dem Atlantik, deswegen hat ja Arbora nicht funktioniert. Und deswegen bin ich in Maddalena, das ist genau gegenüber da, wo wir gewohnt haben, an diesen wunderschönen Stufenpyramiden bei einer Sichtbarkeit von 50 Metern dran vorbeigelaufen. Die stehen überall im Ort, am Ortskern herum und dort dem Vulkanfeld Richtung Pico ziehen sich über 140, vielleicht sogar 150 solcher terrassierten, man muss ja eigentlich eher sagen Zikkurate, es sind keine Gräber. Man sieht hier die häufige, guckt ja diese großen Bauwerke an. Und wir kennen das von Sizilien, wir kennen das von den Kanaren, terrassiert mit einfachen Stufengängen, aber auch mit Wendeltreppen, Rampensystemen, also all diese Merkmale, die wir auch im westlichen, zentralen Mittelmeer finden. Sizilien ist besonders ähnlich, genau wie die Kanareninsel La Palma. Guckt, zum Teil über 10 Meter hoch. Auch hier, die Dinger heißen auf Portugiesisch Mareocos. Und auch hier sind die portugiesischen Autoritäten, genau wie auf den Kanaren, genau wie auf Sizilien, der Meinung, ja, das sind Steinlesehaufen, um die Felder von Steinen zu befreien. Das sind aber ganz schön große Steinlesehaufen und wie wir vorher auf der Karte gesehen haben, auch ganz schön viele. Das ist so eine kleine Insel, wo ja niemals eine große Population war, also das ist schon sehr fragwürdig. Ja, da kommen wir noch gleich zu sprechen, es ist ein abendfüllendes Thema, aber warum ausgerichtet, warum mit solchen Rampengängen hier weniger spektakuläre Bauwerke stehen übrigens auf den Kanarischen Inseln überall rum. Ich war erst letztens ja auf Lanzarote, da haben wir auch so eine Stufenpyramide gefunden, sogar mit 8 Kammern drin. Hier übrigens auch gibt es 2, wir werden es uns gleich anschauen, Pyramiden mit Kammern. Aber wir haben auf den Azoren nicht nur diese Stufenpyramiden, wir haben auf Nachbarinseln, Terre-Saifa, haben wir also auch Dolmen, also auch solche kleinen Schutzhüttenartigen, wir haben Cartruts, Kilometer weit auf den Azoren. Also wirklich auch, das will ich mir unbedingt im März anschauen, da sind wir dabei mit der Kanarengesellschaft ja, zu fusionieren oder zumindest die ersten Kontakte zu machen. Wir haben sogenannte Kolumbarien, auch auf Terre-Saifa, dieser Inseln. Das ist die dritte Insel, die entdeckt wurde, als dritte. Dort haben wir auf der Halbinsel Brasil
diese und Sanktuarien, da guck dich das an, das ist gigantisch. Niemals ist das portugiesisch. Hier ist man auch mittlerweile so weit zu akzeptieren, dass also dass die Hinterlassenschaften karthagischer, phönizischer Seefahrer waren, auch römische Seefahrer, die sich da mit römischen Schriftzeichen verewigt haben. Und auch möglicherweise aber vielleicht sogar älter, oder? Ja, das ich ist meine, ja manche die von den Dingen, die man da sieht, manches erinnert, du hast schon angesprochen, eben andere Mittelmeerinseln, Sizilien, Sardinien, da gibt es ganz viele so Steinzeitarchitektur auch. Ja. Und auch dieses Kolumbarium, auch hochinteressant davon. Römisch. Ja. Wird römisch angesprochen. Wir haben also auch römische Inschriften, auch phönizische Inschriften. Wir haben auf Terceira sogar Dolmen. Wir haben da ganze Megalithreihen, wie in der Bretagne. Wie in Karnak. Ja? Karnak. Und das heißt, da sehen wir jetzt schon Archäologie in Azoren. Da reden wir nicht nur von einer Zeit, sondern das ist eigentlich das komplette Zeitfenster von unserer Vor- und Frühgeschichte, was sich hier auch widerspiegelt, ja, mitten im Atlantik. Und was natürlich das für unsere Forschung wichtig macht, muss es ja wieder mit dem Zeiger machen, es ist nicht möglich, von der Iberischen Halbinsel, ob von Portugal oder Cadiz, hierhin zu segeln. Schafft auch nur eine moderne Yacht mit äußerst viel Aufwand. Du kannst da nicht hinfahren. Aufgrund von Wind und Strömung. Genau, geht und das ist eben, man muss eben auch mal in zeitgeschichtlich zurücktauchen. Die moderne, neuzeitliche Entdeckung der Azoren geht darauf zurück, dass die Portugiesen ja auf ihrem Weg, die haben ja auch die Kanaren entdeckt als erste, nicht die Spanier haben die Kanaren entdeckt, die sind dem Kanal im Golfstrom heruntergesegelt. Ja, und ich mache mal das nächste Bild, da sieht man das besser. Und die Portugiesen nennen das Volto do Mar, die Rückkehr übers Meer. Die Kanaren sind Ende des 13. Jahrhunderts, die Azoren im 14. Jahrhundert, wenn ich richtig liege, 1321 oder 25 durch portugiesische Seefahrer entdeckt wurden. Und die Portugiesen, ich muss das mal hier zeigen mit meinem Cursor, taufen dieses Manöver Volto do Mar, auf Portugiesisch heißt so viel wie Rückkehr über das Meer. Indem man also den Kanaren Golfstrom nicht in Richtung Amerika verlässt, wie das später Kolumbus, Magellan, Torhaya da gemacht hat, sondern indem man sich weit nach Nordwesten raushält. Und da gibt es im späten Herbst, im frühen Winter ein Windsystem, das ist ja schön eingetragen, das nennt sich Southwest Westerlies. Es ist ein bestimmtes Windsystem, was nur im Spätherbst, im frühen Winter, aber mit kräftigen Stürmen in Richtung Nordwesten weht, wo man also diese Abkürzung machen kann. Ich als Hochseesegler, Nordatlantikfahrer, bin äußerst skeptisch, dass das Volto do Mar Manöver in der Antike schon benutzt wurde, weil es eben wirklich, also da segelst du mit 8-9 Windstärken bei strömendem Regen dort hoch. Das ist also kein Segelsystem, wo man ohne Schutzausrüstung und vor allem die alte Navigation war ja eine Breitengradnavigation, also navigatorisch ist easy. Die Breitennavigation, man wusste, die Kanaren sind auf dem 28. Breitengrad, die Azoren liegen etwa auf dem 37. Breitengrad. Das kann man mit dem Nasometer, mit dem Winkelmesser relativ einfach messen. Entweder mit der Mittagssonne oder nachts mit dem Polarstern. Das ist nicht das Problem. Aber was ist, wenn ich Sturm habe? Wenn diese Southwest-Westerlies blasen, da hast du mal schnell eine 8, 9, 10 Windstärke Regen ohne Ende und das 2-3 Wochen am Stück. Und das nächste ist, die sind nicht stabil. Auf halbem Wege setzen die aus und dann wirst du nach Amerika verschifft. Ich denke, und das ist, was ich glaube, dass es eher von den Kanaren erst in die Karibik ging und dann über das Meer, über den Golfstrom, erst auf die Azoren und dann zurück nach Europa. Also dieses Segelsystem, was wir jetzt gerade in klein gesehen haben, das wäre eben gewesen hier von Safi, marokkanische Küste, dann eben auf die Kanarischen Inseln und dann so zurück. Aber du würdest jetzt sozusagen diese Schleife, sagst du, das, auch aus deiner praktischen Erfahrung mit diesen primitiven Rasseglern. Du glaubst, diese Schleife ist dagegen aber viel, viel größer. Die geht bis nach Amerika und dann über die Azoren zurück. Jetzt wird aber der Laie fragen, du sagst, es ist eine einfache Segel, einfache Boote. Ist diese große Schleife nicht viel, viel schwieriger und komplexer als diese kleine Schleife? Aber du als Seemann kannst sagen, hey, hier hast du halt Stress, den du auf der Großschleife hast. Ich blende das Bild gleich nochmal ein, weil es wirklich wichtig wird. Aber du sagst es richtig. Das war Rüdiger Neberg, ein sehr enger Freund von mir, dieser Survival-Typ, der mit den Frauenbeschneidungen für Horror gesorgt hat. Aber Rüdiger ist ja
Achtmal hat er den Atlantik überquert mit dem Paddelboot, mit dem Tretboot, mit einem ausgeschäumten Balsafloß à la Thor Heyerdahl. Und Rüdiger hat mal in einem Vortrag bei mir so schön gesagt, die einzige Möglichkeit, wie ich nicht nach Amerika komme, ist, dass ich sturzbetrunken durch den Panama-Kanal gedriftet bin und gar nicht festgestellt habe, dass ich schon da war. Also, dahin ist so viel Weisheit. Ob ich nun gezielt nach Kuba oder Florida segle, das ist das eine, aber Amerika kann ich nicht verpassen. Und das ist der sogenannte Nordäquatorialstrom, kommt also von den Kanaren, geht in die Äquatorial und geht Richtung Miami. Das ist der Antillenstrom, das ist der südliche Teil des Äquatorialstroms. An der Straße von Florida, was hier gepunktet eingezeichnet ist, verbinden sich beide Strömungen und ziehen als junger Golfstrom erst hoch Richtung Cape Hatteras, das ist irgendwo hier. Und dann biegt der Golfstrom in Richtung Azoren ab. Und das, wie gesagt, ist die große Frage. Es ist zwar 10.000, 15.000 Kilometer lang, aber du musst nicht wirklich segeln können. Halb am Wind reicht mehr als genug. Also ich denke, dass diese Route die privilegiertere war. Aber ich kann nur noch mal sagen, liebe Leute, und das ist, was die Wissenschaftler auf den Azoren glauben, dass die Portugiesen und die Phönizier in der Lage waren, diese Route zu fahren. Die Stufenpyramiden, die auf den Kanarischen Inseln, gerade La Palma, identisch sind mit Pico. Es spricht schon einiges dafür. Bitte spendet Abora 5.0, dann werden wir eben nicht von den Kanaren in Richtung Kuba segeln, sondern wenn ich genug Geld bekomme, würde ich das Manöver machen. Wahrscheinlich nach Abora 5, auf den Kanaren gleich bauen und einfach mal versuchen mit diesen hässlichen Southwest-Westerlies. Das wird keine Spazierfahrt, da braucht man wahrscheinlich Admiral Cup-Segler, die dort mit 5 Pferdestärken im Arm die Segel halten. Theoretisch ist es denkbar, aber ich denke eher, dass die lange Route die wahrscheinlichere ist. Zumal wir auf Kuba im gesamten Antillenbogen das beschreiben, da müssen wir nochmal einen extra Film dazu machen, das beschreiben Alexander von Humboldt, Freiherr von Braun, wie sie auf ihren Expeditionen im 19. Jahrhundert dort blonden, blauäugig, guanchisch sprechenden Eingeborenen im Antillenbogen begegnet waren, die Leute mit Balearen, mit Steinschleudern begegnet sind, noch im 19. Jahrhundert. Mhm. Also für mich ist es viel evidenter, diese lange Route. Deswegen will ich ja die neue Abora 5 so navigieren. Und eventuell mit Abora 6, wenn uns der Wettergott und der Sponsor Gotthold ist, die große Route fahren. Aber wissenschaftlich wäre es viel spannender, nicht so zu fahren, wie es jetzt gezeigt wird. Das wäre wissenschaftlich natürlich absolutes Territory. Aber da brauche ich eben doppeltes Sponsoring, weil wir müssen die Kanaren mit Kuba verbinden. Mhm. Das ist der letzte Wille von Thor Heyerdahl. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, naja, also ich glaube, dass die kurze Route doch viel wahrscheinlicher ist die lange. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel dafür in der Seefahrt. Madagaskar, Insel, wo ich auch mal war, liegt ganz nah in Afrika. Und alle Leute glauben, naja, das wird halt so wie Afrika sein. Aber tatsächlich sowohl die Biologie als auch die Besiedlung, die ist nicht vom afrikanischen Kontinent gekommen, der ganz nah dran ist. Sondern dort ist es auch so, da sind Strömungen und Winde, die einen Austausch zwischen Afrika Von Mosambik. Genau, ne? Und die ist nicht einfach zu befahren. Das heißt, die ganze Besiedlung, biologisch und auch vom Menschen, von Madagaskar, die ist von der anderen Seite gekommen, von Mikronesien. Und das sind tausende von Seemeilen, aber die sind wohl offensichtlich einfacher zu navigieren gewesen, als eben von Afrika nach Madagaskar und zurück. Das heißt, es gibt es öfter eben auf dem Ozean, Strömungen und Wind sind einfach viel bedeutender. Kannst du sagen, ich mache jetzt meine Abkürzung, der kurze Weg geht manchmal gar nicht. Ja, wir müssen uns, ich habe jetzt keine Uhr dran, aber die Erfindung der Zeit ist ein echtes Problem, weil wir messen das mit unserem Zeitverständnis. In der Zeit vor der Zeit, als Zeit keine Rolle gespielt hat, war es irrelevant, ob so eine Reise 2 oder 5 Monate gedauert hat. Wichtig war für die Leute anzukommen. Und ich sage es nochmal, das Problem ist nicht die Distanz. Die Distanz zwischen A und B, zwischen dieser Tasse und diesem Glas, ist auf dem Meer eine andere als auf dem Festland, als auf der Tischplatte. Ich kann zwar von A nach B segeln, aber wenn die Strömung und die Winde gegen mich sind, ist es besser, einen riesen Zirkumkreis zu segeln, als die direkte Strecke hin und her zu fahren. Und deswegen denke ich, dass für die Azorenarchäologie dieser lange Weg der wahrscheinlicher ist, weil wir eben nicht nur die Menschenfunde haben, Kulturpflanzenfunde, was ja mein, als Biogeograf, mein Standardthema schlechthin ist, weil wir an 2 Stufenpyramiden schon sagen können, sieht ähnlich aus, könnte einen gemeinsamen Ursprung haben, aber es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass die Population der Kanaren und die Population auf den Azoren tatsächlich wirklich in Kontakt standen mit Pflanzen,
Und Genen kann ich das sehr wohl nachweisen, mit toten Steinen aber nicht. Hm. Eine kurze Zwischenfrage, die mir einfällt, weil du hattest ja vorhin ja gesagt, die Portugiesen haben das von den Azoren dann genannt, der Return, also die Rückkehr von den Azoren. Ist es jetzt, wenn du die große Schleife bringst, ist es dann, müsste man nicht konsequent weiterdenken und sagen, die Portugiesen hatten auch schon vor Kolumbus Amerika-Connection, weil wenn es die große Schleife ist, dann ist der Azores-Return nicht der, also dann ist es die Rückkehr von dieser großen Reise von Amerika. Das wäre jetzt auch eine heiße Neuigkeit. Da. Ich bin sehr eng befreundet mit Professor Alan McPhee vom Naturkundemuseum New York. Wir haben uns viele Jahre, kennen wir uns, hat mir sehr geholfen bei meiner Doktorarbeit. McPhee hat an Urinsektenfressern gearbeitet im Antillenbogen. Und diese Urinsektenfresser, du hast das Beispiel Madagaskar schon gebracht, gibt es nur an zwei Orten. Das sind also lebende Fossilien, die so alt sind wie die Dinosaurier, die leben heute noch. Die gibt es auf den Antillen und auf Madagaskar. Das sind so kleine Nagetiere? Oder ganz kleine, so? Mausgroße, ja. Insektenfresser, sehen sie als mehr wie Spitzmäuse. Spitzmäuse sind ja auch Insektenfresser. Und diese Viecher sind 70, 80, 90 Millionen Jahre alt im Fossilbefund. Die leben heute auf dem Antillen und auf Madagaskar. Hä? Antillen, Madagaskar, Israel, Ägypten, geht gar nicht. Und Alan McPhee hat die Hypothese aufgestellt, dass die im Tertiär über die Inselbrücken via der Antarktis gewandert sind. Und Alan McPhee macht das Kunststück und findet auf der Palma-Halbinsel die echt dieselben Fossilien wie auf Madagaskar und Antillen. Und jetzt kommt's. Und McPhee frug mich dann jetzt, das war im Explorers Club in Philadelphia, wo wir gemeinsam auf Kongressen gesprochen haben. Und da sagte McPhee, Dominik, jetzt habe ich mal so einen Biogeograf. Was sagst denn du dazu? Ich habe im 12., 13. Jahrhundert kommen plötzlich europäische Hausratten und fressen meine ganzen Viecher auf. Wir hatten 16 Inseln mit den Urinsektenfressern. Heute gibt es nur noch 8. Wie bitteschön kann das sein, dass die Hausratte kommt? Na, das waren die Portugiesen. Wir haben nämlich auf den Azoren, San Miguel, die große Hauptinsel, da gibt es einen Doppelvulkan Caldera, da gibt es eine Stadt, die heißt heute noch Siete Cidades. Und das haben wir sehr schön in alten portugiesischen Klöstern. Was heißt das? Die sieben Städte. Die sieben Städte. Wir wissen, diese Legende ist aufgezeichnet worden so im 7., 8. Jahrhundert, als die Mauren von Marokko aus Spanien und auch Portugal überfallen haben, mit so einer Gewaltenkraft und mit so einer technischen Überlegenheit, dass die Christen dem nichts zu entgegensetzen wussten. Und da gibt es eine Überlieferung, wir alle kennen die Legende vom heiligen Predan. Kennst du die? Kennen wir die alle? Predan. Der heilige Predan ist mit so einem Rindenfloß von Irland nach Nordamerika im 6. Jahrhundert hin und wieder zurückgefahren. Sehen wir auch auf der Piri-Reis-Karte dargestellt mit Bemerkungen von Admiral Piri-Reis. Man hat also in Connecticut frühchristliche Kirchen gefunden, sind datiert 5. 6. Jahrhundert nach Christus. Das wussten diese Priester im 8. Jahrhundert, ich sage es mal 8. Jahrhundert. Und da gibt es eben die Legende der sieben Städte, Siete Cidades, dass sich sieben Bischöfe aus Spanien und Portugal zusammengetan haben und gesagt, wir haben die Nase voll. Ehe wir uns hier beschneiden lassen und Kopf ab von den Turbanträgern, setzen wir uns in große Schiffe und segelten über die Azoren in Richtung Amerika. Und das macht die Portugiesen so interessant, weil es gibt heute noch in San Miguel diese alte Stadt, Siete Cidades. Und die Portugiesen, als wir mit Aboja 3 von New York bis kurz vor die Azoren nach Faial segelten, bin ich sehr freundlich von den portugiesischen Archäologen empfangen worden. Gleich ein Kongress noch, hatte noch so einen Bart und sah aus wie Robinson Crusoe, haben die gleich einen Kongress mit mir gemacht dort und haben mir Karten gezeigt aus dem 13. Jahrhundert, wo sie Kuba und wahrscheinlich Domrep, also Puerto Rico, diese Inseln dargestellt haben, Siete Cidades und die sieben, also Satansinseln. Und daher kommt das Wort Antillen. Die Antillen. Ante Ilias, die Insel. Ante vor, gegenüber. Ja. Die Inseln, die gegenüber der alten Welt liegen. Das ist auf Kartensystemen in Faial. Die Karten sind noch da, die sind heute weltweit bekannt, publiziert, 13. bis 14. Jahrhundert. Da sind auch die Siete Cidades aufgezeichnet, natürlich Fantasy. Kuba ist da drauf, die Straße von Florida wird als Satansinsel, also Florida wird als Sataninsel auch verdreht dargestellt. Man kann Kuba relativ gut entdecken. Und es gibt schwerwiegende Hinweise, dass die Portugiesen
mindestens 100, wenn nicht sogar 200 Jahre vor Kolumbus da drüben waren. Und mein Freund Professor Alan McPhee mit seinen Uhrensektenfressern kann zeigen, 12. bis 13. Jahrhundert kommt die europäische Hausratte und vernichtet meine Uhrensektenfresser. Wow. Ey, das habt ihr bestimmt hier zum ersten Mal gehört. Möglicherweise waren die Portugiesen schon in Amerika. Und es spricht einiges dafür. Und ich finde auch dieses, wie man darauf kommt, diese Geschichte mit den Hausratten und den Urinsektenfressern, das ist wieder so ein großartiges das Beispiel kann man sich nicht für ja? dieses neue Fach, wo du einer der herausragenden Vertreter bist, Biogeografie. Wer das noch nicht gehört hat, das ist einfach so die Idee, gewisse Arten, Pflanzen, Saaten, Tiere eben in dem Parasiten. Fall, verbreiten sich auf der Erde mit Hilfe des Menschen, reisen mit dem Menschen mit. Und gerade bei Ratten, das ist ja ein altes Ding, dass sie bei der Seefahrt immer mit dabei waren. Und wenn man jetzt also archäologisch, oder das ist die nächste Frage, die ich gleich komme, wie man das dann feststellen kann. Aber wenn man feststellt, dass also irgendwo auf der Welt vor langer Zeit plötzlich eine alte Tierart, eben diese Urinsektenfresse, abgelöst wird von einer europäischen Ratte oder einer europäischen Maus, dann kann es nicht anders sein, als dass es Menschen waren. Aber das ist jetzt eine Frage, wie kann man das denn überhaupt feststellen? Also dass vor 3000 Jahren oder was auch immer, der Kollege, den du gerade beschrieben hast, woher weiß er denn, dass auf einmal Urinsektenfresser abgelöst wurden von einer Ratte? Gibt es da überhaupt noch Knochenfunde? Wie findet man sowas? Woher ja, natürlich. Ich meine, Alan McPhee forscht mit Riesenaufwand, eben mit dem Riesenteam, an diesen verloren gegangenen Handelsrouten. Und das macht ja eben, wie gesagt, das ist eben, was die Wissenschaft ausmacht. Aufgrund alter Funde, man nennt das in der Wissenschaft Retrodiktion, also nicht nur nach vorn zu extrapolieren, sondern auch rückwärts zu extrapolieren. Und das war ja sein Verdienst. Dafür hat er ja den, ich sag mal, archäologischen Nobelpreis bekommen, also alle Auszeichnungen in Amerika vom Smithsonian, von allen Wissenschaftsstationen, dass es ihm gelungen war, auf der Alexanderinsel, die im nördlichen Bereich der Palmer-Halbinsel auf der Antarktis ist, dass er exakt dieselbe Art dort im Fossilienbestand, sind ja lebende Fossilien, und das ist eben, wo er sagen kann, wir haben diese 16 Inseln, von denen heute nur noch 8 Inseln von den Viechern bewohnt sind, und die anderen 8 Inseln sind im 12., 13., 14. Jahrhundert von diesen Aliens übervölkert wurden. Alien Species, es waren nicht die aus dem Kosmos, sondern die von europäischen Seefahrern, das müssen die Portugiesen gewesen sein. Und es gibt einen wundervollen Befund, das beschreibt Kolumbus sehr schön in seinen Tagebüchern, wie er eben dort am am portugiesischen Königshof, wo er eben wusste, dass die Portugiesen heimliche Reisen gemacht haben, die waren, das wusste auch Kolumbus, dass die da drüben waren. Ich denke, wenn wir das heute wissen, wusste das auch Kolumbus. Und deswegen hat er sich ja bei denen gemeldet und die haben ihm eine schallende Ohrfeige erteilt. Du, lass mal die Hände davon weg. Das geht dich nichts an. Spiel du weiter mit Predan und den Siete Suidadisch. Lass uns mal schön in Ruhe damit. Und dann hat er ja bei Königin Isabella, ja, da kenne ich jetzt eine neue Wissenschaftlerin, die hat das erzählt, dass Kolumbus von den Portugiesen Tabakblätter bekommen hat. Und dass er unter der Vorlage von Tabakblättern, die Isabella bezirzt hat, du, da muss was sein, das gibt richtig Geld. Immer wieder taucht der Tabak auf. Ja? Es verfolgt mich wie der Fluch des Pharaos. Ja? Also ich würde sagen, das ist gerade so im Aufbau begriffen. Ich habe einen sehr guten Freund, Dr. Wolfgang Knabe, der hat auch schon beim ersten Abora-Kongress in Lennestadt gesprochen. Der forscht, ist der Leiter der Fugger-Gesellschaft, Königsbrunnen, Fugger. Und die Fugger haben also Geheimexpeditionen lange vor Magellan finanziert, wo die also die Magellanstraße 1518, da hat Piri Reis schon seine Karten dargestellt. Piri Reis beschreibt, dass er portugiesische Karten bekam, wo er die Gebiete im Westen, alles was in den antiken Karten nicht dargestellt ist, hat Piri Reis über seine Kontakte zu den Portugiesen hergestellt. Die waren lange vorher in Amerika und deswegen waren auch die Fahrten der Portugiesen keine Fahrten ins Blaue. Genau wie die Chachapoya von Hans Giffern. Nicht einfach mal, wir fahren mal über Atlantik, fliehen vor den Römern und siedeln uns am Oberlauf des Amazonas an. Niemals. Das sind die wussten, wo sie hinfahren und wussten auch, warum sie wohin fahren, weil diese Seegebiete Jahrtausende vor uns heute erkundet waren und eben als Geheimwissen, das irgendwie irgendwo überlebt hat. Und das ergibt ja auch so viel Sinn, denn wenn man sich überlegt, wie wir es als Kinder noch in der Schule beigebracht haben, wie es uns beigebracht wurde, ja, da haben die Menschen geglaubt, der Ozean hört irgendwann auf und dann fallen die Leute runter und dann gab es irgendwann diese wagemutigen
Entdecker, die gesagt haben, ich entdecke jetzt einfach mal. Aber es ist ja gar nicht so, sondern es ist im Grunde genommen immer schon die Händler, die vorher das gemacht haben. Es gibt immer ein Motiv daran und Händler, Kommunikation, Handel, das ist ja genau dein Thema, das ist das Abora-Thema und das ist schon viel, viel älter. Man ist nicht einfach nur um des Entdeckens willen irgendwo hingefahren, sondern man hat sich immer auch einen Profit versprochen, eine neue Handelsconnection oder selbst in der Antarktis zur anderen Zeit waren es dann die Walfänger, die da viel eher da waren als irgendwelche Forscher oder sowas. Du hast es eben sehr schön gesagt. Es ist unsere Amygdala, die genau hinter meiner Nase sitzt, im Zwischenhirn, das Belohnungszentrum. Also da, wo die emotionale Belohnung statt ob nun durch die schöne Frau, durch einen Goldfund oder durch eine Entdeckung, die Aussicht auf Erfolg und wirtschaftlichen Gewinn ist 10.000-mal stärker als die Angst vorm Scheitern und dem Schiffbruch. Und das war schon bei Homo erectus so, der vor über 2 Millionen Jahren aus Afrika ausgewandert ist. Und Homo sapiens, sein Nachfahre, hat dieselbe Amygdala, dieses Belohnungszentrum, geerbt. Und deswegen fliegen wir heute zum Mars. Was wollen wir auf diesem staubtrockenen Planeten? Vielleicht finden wir da 3 Mikroben, die die Katastrophe vor 3,5 Milliarden Jahren überlebt haben oder nicht. Es ist sicherlich Suche nach Leben, aber auch das ist die Neugierde und natürlich die Aussicht auf Entdeckung, die lohnt. Und das wird uns... Homo sapiens ist eine Weltraumspezies, wir wissen es nur noch nicht, weil wir einfach zu jung sind. Wenn wir eine Zeitreise in 100.000 Jahren machen, von Alpha Centauri hier zurück, wenn unsere arme Erde vielleicht noch da ist oder auch nicht, weil wir werden uns totlachen über diese Fahrten. Was konnten die damals über Atlantik? Natürlich sind die über den Atlantik. Wir streiten uns heute, ob Amundsen, Neil Armstrong tatsächlich auf dem Mond war. Ich weiß, ich kriege da gerade wieder viel Kritik, aber ich habe mit Buzz Aldrin Abendbrot gegessen in New York 2-mal. Und Buzz Aldrin, 1,90 Meter Mann mit solchen Oberarmen. Wenn du anzweifelst, da kriegst du sofort eine eingeschenkt. Ja, Entschuldigung, ich habe dich ja nur mal gefragt. Also ich, kleines Männlein mit 1,63 Meter gegen Buzz Aldrin, der hätte mir eine auf die Nuss gehauen, wenn ich gesagt hätte, er wäre nicht der Opa. Ich meine mich zu erinnern, da gibt es auch ein Video auf dem Netz, wo das jemand gemacht hat, wo er den Buzz Aldrin damit provoziert hat. Der ist sofort, was geht denn jetzt ab? Ich habe doch nochmal gefragt. Aber das ist eben unsere Arroganz. Unsere heutigen Erfolge in Naturwissenschaft, Technik und Reisen machen uns blind den Leistungen der Alten gegenüber. Und da muss man den Portugiesen, auch Kolumbus, riesen Respekt zollen, was die in der frühen Neuzeit wieder neu entdeckt haben, was ja lange in der Antike bekannt gewesen sein musste. Das ist eine Riesenleistung gewesen. Ich bin totaler Kolumbus-Fan, nur eben, dass er der Letzte und nicht der Erste war. Aber zurück zu den Azoren. Wir haben in der letzten Folge haben ja viel über die Kanaren gesprochen. Und da ist auch aktuelle Forschung, an der du ja persönlich beteiligt bist, hat er zum Forschen gebracht, dass die Besiedlung der Kanaren ja schon wesentlich älter ist, als man es bisher gedacht hat, was eben auch wiederum ein Beleg ist für Seefahrt. Wie sieht es denn da bei den Azoren aus? Weiß man da, seit wann sind die besiedelt? Gibt es dort auch neue Entdeckungen, die in so eine ähnliche Richtung gehen, die den Zeithorizont nach hinten schieben? Zeig mal bitte auf das zweite Logo. Dieses hier? Ja, das linke Logo ist das Abora 5 Logo, das rechte ist das Rama Logo, Rama Schweizer Projektgruppe, mit der wir mit Ramon Zürcher als Mitbegründer auf den Kanarischen Inseln arbeiten. Und das mittlere Logo ist das Logo der APIA. APIA heißt so viel wie Archäologische Portugiesische Gesellschaft für Internationale Archäologie. Und diese Gesellschaft wird geleitet von Dr. Nuno Ribeiro, Dr. Annabella. Das sind die, ja. Die beiden, zeig mal die beiden Namen. Mit Arabella habe ich gestern fast 3 Stunden gezoomt. Und ich kann nur sagen, hammerhart. Die haben nach meinem gigantischen Internetauftritt mit den Zahlen von den Kanarischen Inseln, von Lanzarote, mich wahrgenommen. Das ist der dritte im Bunde, Pedro Duarte. Der hat mich kontaktiert, der hat mir auch diese Bilder zur Verfügung gestellt und die bitten mich um Mithilfe für ganz spektakuläre Funde, kommt jetzt, was sie in den Pyramiden gefunden haben. Und zwar eine dieser Pyramiden hat eine Grabkammer, genau wie die Pyramide von Magues, also nicht Grabkammer, Entgang, ganz schmalen Entgang, da passt kaum ein Mann durch. Da sehen wir Nuno und Arabella bei der Ausgrabung, das ist die Archäologin, ja, mit der ich gestern gezoomt habe. Und Annabella hat mir gestern erzählt, sie hat mir das genau erzählt, wir konnten, also der Gang ist sehr eng, da passt kaum ein erwachsener Mann durch, also 1,50 Meter Höhe hat der Gang. Und am Ende geht es ein bisschen mit dem Bienenkraggewölbe auf, aber auch nur so groß, dass sich gerade ein Erwachsener reinstellen kann. Sie haben festgestellt, dass es dort 1,50 Meter runterging. Dass also da künstlicher Boden war, also das war Abfallmüll, der da drin war, haben sie rausgeholt und was finden sie? Eine Feuerstelle, die genauso groß war wie die Grundfläche von dieser kleinen Kammer.
Das heißt also, da kann sich nie ein Hirte als Schutz da reingezogen haben, weil immer kommt, ja, das sind Schutzräume der Hirten, die da drin waren. Ja, die Hirten waren da drin, haben sich auch beim Unwetter versteckt. Die haben zum Beispiel so eine Pfeife, aus dem, eine Knochenpfeife. Wir werden sie datieren, wahrscheinlich aus dem 16., 17. Jahrhundert. Da sind noch sogar Tabakreste drin. Aber da stimme ich mit der Interpretation von Arabella, Annabella und Nuno überein. Das ist ein neuzeitlicher Fund. Der ist nicht Jahrtausende alt. Mhm. Sondern entscheidend ist, dass die in dieses 1,50 Meter tiefe Loch gegraben haben und haben da, wir werden es gleich sehen, Muscheln, Keramiken, Feuerstellen, Holzkohle rausgefunden. Und das ist wirklich die Nachricht des Tages heute. 24 Stunden später, ich werde wahrscheinlich den Zuspruch bekommen, das im Auftrag der Apia hier in Deutschland datieren zu lassen. Ich habe gestern Nacht und heute auf der Herfahrt nach Leipzig schon mit dem ehemaligen Präsidenten der Winkelmann-Gesellschaft, einer der besten, ältesten archäologischen Gesellschaften Deutschlands, gesprochen. Die werden mir helfen, ihre Labors zur Verfügung zu stellen in Kiel, in Berlin, Radke-Institut, wo wir eben dieses Material im Auftrag der Apia datieren lassen. Und das sind solche Funde. Ja, also altes organisches Material, was 1,50 Meter tief in dieser Feuerstelle war. Und das Tolle ist eben, dass sie größere Haufen Holzkohle gefunden haben. Und das lässt sich eben schon relativ gut datieren. Und da war der Professor Max Kunze, der ehemalige Präsident, jetzt ist er noch Vizepräsident der Winkelmann-Gesellschaft, sagte mir in dem Moment, als ich geblitzt wurde, wutsch, wo ich sage, das ist doch viel jünger dann, weil die Hirten doch, lieber Herr Kunze, Hirten, das liegt in 1,50 Meter Tiefe, war zugeschüttet. Das sind mystische, rituelle Dinge gewesen, die sie dort gemacht haben. Und das werden wir hier klären. Und das ist ja das Tolle. Als ich die Stufenpyramide von Magues auf Lanzarote besuchte, da war es keine Feuerstelle, die mich so begeistert hat, sondern wieder solche Scheinnischen, wie wir sie auf Guimar kennen, auf Lanzarote, in La Palma, auf den Pyramiden auf Sardinien. Monte d'Accordi hat auch diese Scheinnischen. Die Stufenpyramiden auf den auf Sizilien hat hunderte solcher Scheine. Und das ist ein genetischer, nicht ein genetischer, ein architektonischer Fingerabdruck. Das ist Sakralarchitektur. So wie die frühen Christen Kirchen gebaut haben nach dem Vorbild römischer Tempel. So wie die Muslime heute Moscheen bauen nach dem Vorbild frühchristlicher Kirchen in Istanbul. So sind diese Stufenpyramiden rituelle Baudenkmäler, die eine bestimmte Epoche repräsentieren. In der späten Steinzeit, in der frühen Bronzezeit, wo genau diese Dinge nach Vorgabe dieser alten Riten da praktiziert wurde. Und das nächste Bild sehen wir nochmal sehr schön. Das ist so eine Stufenpyramide, fast 15 Meter hoch, 70 Quadratmeter Grundfläche. Wer bitte schön will aus Steinlesehaufen so eine Pyramide bauen? Ja, das ist doch absurd. Das zeigt einmal mehr, wie bahnbrechend eigentlich deine aktuelle Forschung ist und auch diese Erkenntnisse. Weil wenn das die Lehrmeinung ist bisher, dass diese Stufenpyramiden halt, naja, die Leute haben halt Steine gesammelt, damit die beim Ackerbau nicht im Weg stehen. Wir kennen das aus Irland, wo man ganz viele Mauern und so baut. Okay, und dann sagt man noch, naja, und dann hatten die Hirten auch ein bisschen Schutz, wenn es mal ein Gewitter gab oder sowas. Das ist ein unbefriedigendes Narrativ. Aber wenn jetzt hier wirklich Belege kommen, die zeigen, dass diese Dinge viel, viel älter sind, dass die auch einen anderen Zweck haben, eine andere Idee dahinter steht, dann ist es eben nicht nur irgendeine primitive Gesellschaft, sondern dann ist es wiederum ein weiterer Mosaikstein in dieser großen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte, transatlantische, ja, Kultur oder dieses Netzwerk. Dann sind die Azoren eben nicht nur irgend so ein kleiner Fleck, wo man glaubt, das wäre unbedeutend, auch die Archäologie unbedeutend, sondern es zeigt, wie bedeutsam das ist. Und das ist wieder eine spektakuläre Forschung, an der du da mitwirkst. Was mir auch wirklich freut, ist, dass jetzt da auch langsam so diese fachliche Anerkennung kommt, dass es also Archäologen aus den Azoren gibt, die eben wissen, dass du schon an anderen Stellen, Sprichwort Kanaan, schon solche Forschungen gemacht hast, dass sich das jetzt so langsam so dieses Netz stärkt und dass da auch dieses Feedback zu dir zurückkommt. Das freut mich und das zeigt einfach, wie spannend diese Arbeit hier ist. Aktuell, was läuft jetzt gerade? Und ich kann nur, danke lieber Frank, dass du das so sagst, das ist wirklich Weihnachten, Ostern und Silvester an einem Tag. Weil endlich passiert das, worauf wir schon als Abora-Team, als Noviso-Team so lange warten, dass diese Art von Wissenschaftsjournalismus, diese erkenntnisoffene, ideologiefreie Arbeit, die wir hier seit vielen Jahren machen, endlich die Früchte zeigt, die wir brauchen. Und es geht nur mit Anerkennung. Die Amygdala, die frühen Seefahrer aufs Meer rausgelotst hat, ist genauso verantwortlich für die Pyramiden wie für meine Arbeit. Weil das Belohnungszentrum ist das, was dich antreibt. Hm. Und die Leute, die solche, guck,
euch das an, mit einer Rampe. Ja, das ist der Hitler. Mit den Treppenaufstiegen. Oben hat wahrscheinlich, wie in Sizilien, da wo der Busch steht, das habe ich auch in Margues gefunden, war wie so eine Art Altar, so ein Altarstein. Herodot beschreibt das ja im alten Mesopotamien. Also wir dürfen den Herodot, Cicero hat ihn ja Vater der Geschichtsschreibung gelobt. Ja? Moderne würden eher sagen, Herodot ist der Vater der Lügen. Natürlich hat er sich in vielen Dingen geirrt, konnte ja nicht anders. Wir haben heute Internet und solche Dinge. Aber Herodot war in vielen Dingen der Zeit weit voraus. Und Herodot beschreibt uns diese Stufentürme, die wir heute Stufenpyramiden nennen. Eigentlich müsste man dazu sagen Ziggurat. Ziggurat, ja. Nicht Pyramide. Es hat nichts mit einer Pyramide zu tun, wie im alten Ägypten. Es sind keine Grabdenkmäler. Auch dort in den Kammern, sowohl in Margues als auch auf den Azoren, zwei Pyramiden mit Grabkammern hat man gefunden. Die sind so ängstlich, diese Archäologen. Ich habe gestern wirklich 3 Stunden gebraucht, um der Annabella das erste Lächeln abzufordern. Die hat so Angst, dass ich dir was wegnehme. Und Nunu hat mir eine lange Liste geschrieben, die ich beantworten musste, sonst hätte die Zoom-Konferenz nicht, dass ich denen die Führungsrolle, ich weiß nicht, was die schon verprügelt bekommen haben. Wahrscheinlich, wenn die schon diese Erfahrung gemacht haben. Aber umso schöner eben, weil der ganze Ansatz von deiner Arbeit, das ist ja dieses Verbindende. Ja, Brücken das ist bauen, das Verbindende. Nicht das wegnehmen, ist nicht weggehen, sondern verbinden. Verbinden und eben gemeinsam auch, teilen. Und auch eben heute die Wissenschaftler, die an diesen Themen arbeiten, verbinden. Deswegen organisieren wir diese Kongresse und machen ja diese ganzen Events. Ja, da werden wir auf jeden Fall einen Kongress dazu machen. Und das ist wahrscheinlich auch halt Teil deiner Arbeit, die Leute dort zu überzeugen, dass sie dir vertrauen können. Ja, das ist, es waren das 3 Stunden was, Agitation. Das ist was Besonderes. Azoren, hey, ihr seid ein Kleinod im Atlantik, das ist super wertvoll. Und wir möchten auch dazu beitragen, einfach auch das höher zu schätzen. Also wird es auch den Menschen auf den Azoren, auf ihre Insel auch Anerkennung bringen. Es geht nicht darum, was wegzunehmen, sondern denen sogar noch was zu geben, eine bisschen größere Identität, was für ein besonderes Fleckchen Land es ist. Ja, und ich sag doch mal, ich meine, das alte Wort Demagoge, was ich ja bin, ich halte ja demagogische Reden. Das ist der Mann, der zum Volk spricht. Das waren ja im alten Griechenland hoch angesehene Leute. Erst später, als dann die Dekadenz auch im alten Griechenland Einzug hielt, dann sind solche Demagogen, ich will jetzt gar keine neuzeitlichen Namen nennen, in Verruf gekommen, weil sie eben dann Falsches zum Volk gesprochen haben. Aber wir müssen nochmal die alten Griechen heranzitieren. Ja. Das waren keine dummen Leute. Wenn die berichteten von großen Landmassen jenseits der Straße des Herakles, dieses Wort Atlantis, ich war ja mit Bernhard Bayer viele Jahre sehr gut befreundet, der Leiter auch verstorben, allerdings nicht im Zuge der Corona-Erkrankung, sondern durch degenerative Erkrankung hat sie dann leider dahingerafft. Bernhard Bayer war für mich eines der großen Koryphäen in Deutschland, der wirklich als lebendiges Lexikon hinter seinem Computer saß. Wenn ich irgendwas nicht wusste, Bernhard, was sagst denn du zu Terra Cypher? Ah ja, da ist das und das. Guck da den Corneli an, guck da hin, guck dort. Und Bernhard Bayer hat es so schön auf den Punkt gebracht. Atlantis war kein kulturgeografischer Raum. Also alle armen Menschen, die Atlantis als Insel im Meer suchen, das ist eine Erfindung von Platon. Das hat ja auch Professor David Ruhe sehr schön auf den Punkt gebracht. Platon hat einfach angezeigt, was er wusste, auch um sich ein bisschen wichtig zu machen. Er sagt ja, mein Onkel Solon, der in dieser ägyptischen Stadt, habe ich den Namen schnell vergessen, gelebt und gearbeitet hat, kommt mit der Legende, was wisst ihr Griechen, ihr seid kleine Kinder, da hat er ja recht, das geht auf viel ältere Kulturen zurück. Und da gibt es eine Insel so groß wie Libya, Afrika und Europa zusammen, die jenseits der Säulen des Herakles ist. Er redet doch da nicht von der untergegangenen Insel. Welche Insel liegt denn jenseits von Herakles? So groß wie Afrika und Europa. Hm. Das ist Amerika. Das ist Amerika. Nord- und Südamerika. Und diese Leute kannten die Distanzen. Da gibt es eine sehr schöne Überlieferung von Strabo. Strabo zitiert aber Eratosthenes. Und da sagt Strabo, als Römer, macht sich lustig über den Griechen. Er, also Eratosthenes, dieser kleine Grieche. Was wusste er schon von dieser Welt? Er glaubt, an der Küste Spaniens stehens nach Westen zu schauen, nach ein paar tausend Seemeilen, er redet von Stadien, eine große Insel, die so groß sei wie Afrika, auf derselben Parallele wie Athen, mit schönem Wetter. Dort gibt es Bergbau, dort gibt es Gold und Silber zu entdecken. Er glaubt, dass er, wenn dort weiterfahrt, wieder in Spanien rauskommen könnte, wenn er die ganzen Erden rundsehen will. So beschreiben die Römer, die Griechen, zumindest der Strabon macht das und auch Ptolemäus macht sich über Eratosthenes lustig. Das kann ich nur sagen, Hybris in Reinstform. Die alten Griechen,
die von den Ägyptern, auch von den Phöniziern gelernt haben, Seefahrt zu betreiben, die wussten so viel mehr. Warum sie es nicht alles aufgeschrieben haben oder nur so unvollständig, das kann ich leider nicht beantworten. Aber dass sie es gemacht haben, dafür stehen diese Bauwerke auf zwei Inselgruppen im Atlantik, im südlichen und im nördlichen Atlantik. Und das ist nicht das Produkt portugiesischer Ackerbauern, die gesagt haben, ach, wir erfinden mal diese Landwirtschaftswegleseetechnik. Das ist faszinierend. Ich meine, wenn, also wie du das jetzt auch erzählt hast, diese römische Hybris, wie die auf die Griechen herabgeschaut haben, das scheint sich ja immer wieder auch zu spiegeln. Wir haben vor ein paar Ausgaben doch auch über die Himmelsscheibe gesprochen. Und auch dort ist es ja so, dass es von den Römern ein gewisses Weltbild ist, was bis in unsere Zeit sich gehalten hat. Dass halt alles jenseits des Limes und so weiter, alles, was rechts vom Rhein ist, da fängt halt das Wilde an. Das sind die Wilden, die Barbaren. Und dieses Weltbild, das stimmt ja nicht, was eben auch die Archäologie zeigt, und hier ist es auch so. Und was so spannend ist auch noch, Dominik, weil du jetzt schon Atlantis angesprochen hast, und das ist natürlich auch viele Zuschauer interessiert, und wir über die Geheimnisse der Archäologie sprechen, ganz oft, oder es gibt ja viele Leute, die sagen, die Azoren und oder die Kanaren sind so die letzten Überbleibsel von diesem großen Atlantis, was sich vielleicht da im Atlantik befunden hat, untergegangen ist. Und dass diese Inseln wären so die letzten Überbleibsel sozusagen. Aber jetzt deine Forschung, die bestätigt jetzt nicht, dass das jetzt Spuren sind von einer atlantischen Hochkultur, sondern dass aber Atlantis sozusagen einfach ein Konzept ist, dass es jenseits der Meerenge von Gibraltar, jenseits also von diesen Säulen des Herakles, dass es dort einen Handelsraum gab, einen Kulturraum. Und wir sehen ja so nicht Belege dafür, dass Atlantis wirklich physisch eine große Insel im Atlantik war, sondern was wir sehen ist, Belege dafür, dass es Kommunikation gab. Das sind Poststationen. Afrika, Europa, die Poststationen. Poststationen, wo die Händler, die von Osten nach Westen und auch von, was wir völlig ausfäden, also aus dem Blick, ist der Beitrag der andinen Hochkulturen für die Domestizierung der europäischen Kultur. Also Vanille, Agave, Ananas, Tabak sowieso, Kokain will ich gar nicht in den Mund nehmen. Das hat es alles schon vorher gegeben. Das ist keine Neuentdeckung à la Columbus. Wenn du in den römischen Supermarkt gegangen wärst, in Pompeji haben wir herrliche Ananasdarstellungen. Ich habe bei Abora 2 ein amerikanisches Ehepaar kennengelernt, Professor Sweeney von der Universität Alabama in State New York, also nördlich von New York, das ist ja ein riesen Bundesland. Die haben über 20 Jahre auf Zypern gegraben und sagen, wir haben an 8 Stellen mexikanische Agave gefunden. Hallo? Wie kann das sein? Mexiko, Zypern, hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Die haben ein Schiff ausgegraben. Ich kenne den, der Entdecker, ja, hieß Andreas Korialis, griechischer Zypriote. Der ist leider nach der Entdeckung beim Tauchunfall ins Leben gekommen. Ich habe seinen Sohn in Limassol auf Zypern kennengelernt. Die haben ein Schiffswrack geborgen, nördlich von Zypern. Damals war es ja noch ein Land in den 70er Jahren. Und haben festgestellt, dass das Riesenschiff, ein großer 16 Meter langer Segler, mit mexikanischer Agavefaser kalfatert war. Nicht mit Brennnessel, nicht mit Leinen, nicht mit Baumwolle, mexikanische Agave. Und Andrea Klavkos, sein Sohn, fing an, Dominik, nach deiner Expedition, wie gut du segelst. Vielleicht sind die nach Mexiko gefahren, haben das wie wir heute in Zypern ausgesourcet, die billigen Mayas haben das Schiff in Stand gesetzt und die sind alle 30 Jahre dorthin gefahren, um das Schiff zu reparieren. Diese Pyramiden machen solche Denkkonzepte möglich. Und was ich auch noch erfahren habe, aber das ist nur ganz geheimes Wissen, da ist noch viel mehr, was die sich nicht trauen, preiszugeben. Also ähnlich wie auch schon, wie wir es bei den Kanaren auch schon hatten, wo der kanarische Archäologe doch zu dir gesagt hat, hey, wenn du mal ankommst mit deinem Schiffboot, dann kann ich auch ein bisschen mehr zeigen, was ich mich jetzt nicht traue, um nicht international lächerlich gegen das Narrativ zu verstoßen. So. Ja. Also ich will nur sagen, wir sind dabei. Abora wird in den nächsten Monaten, Jahren da eine Menge mehr zutage bringen. Ich habe, wie gesagt, gestern das Eis brechen können und habe heute, wie gesagt, schon mit meinen Partnern in Berlin, aber auch in der Universität Bayreuth, werde ich morgen wieder reden, dass wir da diese Tools zusammenbringen. Der eine macht die C14, der andere macht die Thermolumineszenz und das ist ja das, was nicht geleistet wird vom Establishment. Ich weiß nicht, warum sich da keine DFG-Gruppe bilden kann, warum die Deutsche Archäologische Gesellschaft sowas nicht von sich aus macht. Da muss erst so ein Verurteilter kommen aus dem Cheops-Skandal, der dann wieder, der mit einer Genehmigung in der Hand
unter Supervision der Antikenbehörde dort seine Proben nimmt. Ja, warum machen das denn nicht unsere Archäologen? Ja. Warum muss ich dort kommen, einen Zahn finden, der schon seit Jahrzehnten dort im Boden versteckt ist? Wo ein Zahn ist, sind noch 32 andere. Also eigentlich müsste es ja Aufforderung sein, auf den Kanaren sofort die Schaufeln auspacken und dort das Bereich durchsieben und auf weiter. Aber es wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das ist eigentlich leider, leider im 21. Jahrhundert, 2000 Jahre nach der Antike, haben wir uns intellektuell tatsächlich wirklich weiterentwickelt als die arroganten Römer, die sich über ihre griechischen Vorfahren lustig machen. Ja. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eben für Menschen wie dich ein Forschungsfeld, was so ergiebig ist und auch für viele andere. Weil alles, über was wir reden, das macht ja Türen auf. Da gibt es ja noch viel, viel mehr zu entdecken. Und auch bei den Azoren haben wir heute eigentlich nur eine Einleitung gebracht in dieses Ergebnis. Und du forschst ja dort vor Ort. Das heißt, ich hoffe da auch darauf, dass dann künftige Erkenntnisse, Befunde, die du lieferst, dass wir die hier auch wieder präsentieren können. Die Forschung geht weiter. Und das ist doch hochspannend. Und ich meine, es ist nicht auch schön zu sehen, wenn ich überlege, so, es war in deiner Doktorarbeit vor einigen Jahren, zehn Jahren, wo du eben diese Nachweise erbracht hast von Tabak- und Kokaspuren in ägyptischen Gräbern. Wenn man mal schaut, das war damals so mindblowing. Aber mittlerweile, wie viele von diesen ähnlichen Befunden wir doch heute haben. Jetzt erzählst du eben eher von Ananas in Pompeji und du erzählst von Materialien, die in zyprischen Schiffen verwendet wurden, die aus Amerika kommen und so weiter. Also einfach zu sehen, was da allein in den letzten 10, 20 Jahren in deiner Abora-Zeit sozusagen, welchen Erkenntnisgewinn wir dort gemacht haben bei dieser großen Frage atlantische Seefahrt. Das ist bedeutsam. Also das ist großartig. Ja, da muss man sich immer ins Ohrläppchen kneifen und es ist bist du da mittendrin und wir sind da mittendrin, ja, Frank. Wir sind in einem, man denkt aber, wir haben schon alles entdeckt. Wir haben nicht mal 5% entdeckt. 95% wartet noch darauf, dass solche Leute wie du und ich dorthin fahren und einfach mal den Deckel aufmachen von dem Sarkophag und reingucken, ist denn da wirklich das drin? Oder was ist da noch drin? Und das wird eben wirklich in den nächsten Jahren uns begleiten. Und deswegen sage ich, bleibt uns treu, folgt uns auf abora.eu oder nuflix.de. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, die neue Webseite, aber sei es drum, dort wird wirklich erkenntnisoffen gearbeitet und wir zeigen das ohne Werbeeinlagen oder sonst irgendwas. Sonst wird live dokumentiert, da wird auch nicht die Kamera ausgeschalten, wenn ich da in nur wenigen Wochen mir diese Feuerstelle vor Ort anschaue. Ja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, unterstützt uns, bleibt diesem Kanal gewogen, denn es ist noch lange nicht alles. Es ist Forschung, die jetzt im Moment am Entstehen ist und wir sind stolz und glücklich, die ein bisschen begleiten zu dürfen und auch diese Ergebnisse nach draußen zu bringen, um ja ein klein wenig mitzuwirken an einem neuen Bewusstsein, eigentlich, wie alt wir Menschen eigentlich sind und was für eine großartige Geschichte auch schon hinter uns liegt. Einfach um auch den modernen Menschen, die oftmals so eine Identitätskrise haben, so der moderne Mensch, der gar nicht weiß, was er irgendwie hat, um einfach mal zu sehen, aus was für einer großen, langen Linie wir kommen. Das kann uns auch in unserer heutigen Zeit eben stärken, in unserem Selbstbewusstsein einfach auch. Das sollte wohl so sein, mein Guter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns, wird weitergehen. Bleibt mit uns der Abora TV.